Das erste Lied ist über die Verteidigung der Menschenrechte und Menschenfreiheiten, der eigenen Menschenwürde und über die Gerechtigkeit, die einen schönen, harmonischen Klang verbreitet in der Gesellschaft. Все обман, этот розовый сон, только гармония в унисон. И я для них никто, и я для них ничто, и поэтому они для меня тоже никто и ничто. Ведь если я для них никто и ничто, то тем более они для меня никто и ничто. Es gibt viele Leute, leider gibt es viele, die machen Katastrophe aus einer Liebe. Sie werden dich beneiden, ohne Ursache hassen, und ich werde mich verteidigen und zurückschlagen. Denn wenn sie mich angreifen, die ohne Ursache hassenden, bin ich verpflichtet, mich zu wehren und zurückzuschlagen. Und ich bin so, und ich werde ganz gewiss, ja, zurückschlagen. Alles ist Druck, dieser Rosentraum, nur die Harmonie gibt einen schönen Klang. Alles ist Druck, dieser Rosentraum, nur die Rechtmäßigkeit gibt einen schönen Klang. Alles ist Druck, dieser Rosentraum, nur die Rechtmäßigkeit säubert Herzenklang. Alles ist Druck, dieser Rosentraum. Nur Gerechtigkeit verbreitet schönen Klang. Nur Gerechtigkeit verbreitet schönen und harmonischen Klang. Jetzt ein paar kleine Dings, die ich der kölschen Winterzeit gewidmet habe. In kölschen Restaurants, Cafés und Balaganen, im billigen elektrischen Paradies. Alleine mit Gitarre nach meiner echten Arbeit, um ich Leuten etwas vorzutragen. Nach eigentlicher Arbeit alleine mit Gitarre, um ich Leuten etwas vorzutragen. Heilige Stadt, heilige Nacht, zu Weihnachten, guten Rutsch, mein Köln, alles schläft, der Rhein, der Bahnhof, Gottesdienst läuft im Dom, Engel singen mit den Priestern für die Leute, für den Frieden. Ach, heilige Stadt, heilige Nacht, zu Weihnachten, guten Rutsch, mein Köln, Merry Christmas, Happy New Year, Cologne. Und ich glaub, du wirst mir noch besondere Worte sagen, und meine Spuren werde ich für dich im Sand hinterlassen. Und ich weiß, mir bleibt nicht lange darauf zu warten, bis ich dich wieder sehe am Ufer des goldenen Rheines, bis ich dich wieder sehe am Ufer des goldenen Rheines. Ja, bis ich dich wieder sehe am Ufer des goldenen Rheines.
Vielen Dank. Und zum Schluss ein Lied, ein von Liebsten vom verehrten Pavel. Dieses Lied widme ich dem exklusiven Besitzer von Café Stor und euch allen, meinem verehrten Publikum. Ach, ertrinke ich im Rheine oder Donau, oder komme ich um auf andere Art und Weise? Das staatliche System wird nichts zu sagen haben. Doch meine Freunde werden mich beweinen. Das staatliche System wird nicht in der Lage, etwas zu sagen. Doch meine Freunde, sie werden mich beweinen. Sie bringen mich nicht zum Friedhof Melaten, aber sie werden alle Schulden mir verzeihen. Ich ordne keine Trauerbeflaggung an und fordere keinen staatlichen Gedenkstag. Ich ordne keinen Trauerbeflaggung an und fordere keinen staatlichen Gedenkstag. Auf einem Elefant und im Knast deine Verpackungen bekommen. Ich sang euch das Beste, was ich überhaupt auf Deutsch nur singen kann, und träumte von dem besseren Alltag. Oh, ertrinke im Rheine oder Donau, oder komme ich um auf andere Art und Weise. Und was die da über mich sagen würden, geht mir jetzt schon am Arsch vorbei. Doch meine Freunde werden mir beweinen. Ja, meine Freunde werden mich beweinen. Deutschland, Gott sei Dank gesund und satt, sehr gut mutig, deutsche Stadt. Ich wohne in Deutschland, vielleicht heute oder morgen, dieses Lied oder Vers oder neun Wort kommt zum Brandenburger Tor. Das ist Frau Dr. Merkel im Arbeitszimmer hört. Vielleicht heute oder morgen dieses Lied oder Vers oder nur ein Wort. So eine Musik, so eine Ambulanz. Ich würde gerne ein Liedchen vortragen über die demografische Krise. Unsere Mädchen am Fühlinger See fanden dort ein Gummischwanz. Ganzen Tag spielten sie mit, in die Schule gingen nicht. Opa, Opa, Amerika, Europa, China, Indien, da gibt keine demografische Krise hier. Opa, Opa, aber wir sind
in Europa. Freunde und Kameraden, ehrte Damen und Herren, das war für euch keine Stimme von André. Im Leben passiert's oft, böse Leute erzählen, dass ich noch irgendwie, irgendwann bei mir dort in Köln-Koweiler umgebracht werde. Aber zu früh machen diese Leute wieder den eisernen Vorhang zu. Denn das Theaterstück im Storch läuft noch. Sie haben mich als einen Toten in der Grubenfliege sehen, noch nicht gefunden. Und Frau Dr. Merkel braucht mich noch. Ja, ich bleibe in Köln-Koweil und zwar auf Deutsch für die Deutschen singen. Für die Deutschen, die dort noch geblieben sind. Als letzte Mohikaner. Manchmal müssen wir dort ganze Menge von ertragen. Aber Koweil können wir nicht einfach so verlassen. Mein Nachbar aber zieht zurück nach Hause. Nach Moskau. Er sagte mir, Andrei, ну ты понимаешь, dass man häufig gerne leckere Apfelkuchen von Netto gegen Schwarzbrotkruste von Moskau austauscht. Dass man häufig gerne leckere Apfelkuchen vom Weihnachtsmarkt gegen Schwarzbrotkruste aus Moskau austauscht. Ich erwiderte, weißt du was, Vanya? Du willst nicht ein Herr genannt werden. Ein Genosse kannst du auch wohl sein. Wir leben nicht fürs Brot allein. Aber nur in unseren Träumen sind wir vollkommen frei. Ob im Osten, ob im Westen Lebende, sind wir nur in unseren Träumen vollkommen frei. Meine Landsleute, auf viele Jahre. Es geht doch im Osten aufwärts. Seien Sie immer gesund, ehemalige KGB-General. Doch solange bleibt noch im Westen. Seien Sie immer gesund, ehemalige KGB-General. Doch solange bleibt noch im Westen. Frau Dr. Merkel, seien Sie immer gesund. Sie fütert Becherberg und zieht mich an. Frau Dr. Merkel, machen Sie mir bitte wieder Ärzte umsonst. Aber sowas gibt es nicht mehr im Westen. Ja. Zum Schluss erlaubt mir, Freunde, euch allen wünschen, dass alles, was ihr euch selber wünschen würdet. Mit diesem Lied wollte ich euch Grüße hinterlassen. Und wenn was nicht stimmt, verzeiht mir, bitte. Mit diesem Liedchen wollte ich euch, wie gesagt, Grüße hinterlassen. Und wenn was nicht stimmt, verzeiht mir, bitte. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön.